Alter! Verwüstung pur, Junge, Verwüstung pur. Und das auf 100% Sensitivität. Hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Star Wars Battlefront 2. Heute machen wir mal eine Challenge, die ich jetzt schon längere Zeit machen wollte, aber nie richtig die Zeit dazu gefunden habe, sie zu machen. Und zwar werde ich jedes Mal, wenn ich sterbe, die Sensitivität meiner Maus hochstellen. Das bedeutet, dass ich jetzt zu Beginn habe ich sie auf 0%, das heißt, ich bewege meine Maus jetzt mega viel und kann mich nur ganz langsam drehen. Und, oh, da sehen wir den ersten Gegner. Ach du Schande. Okay, das ist sehr, sehr schwierig. Und jedes Mal, wenn ich sterbe, werde ich die... Oh, er hat sich selbst gekillt. Geil. Jedes Mal, wenn ich sterbe, werde ich die Sensitivität dann um 10% erhöhen, sodass ich, glaube ich, wenn ich jetzt gleich das erste Mal gestorben bin, es mir definitiv einfacher fallen sollte. Alter, ich konnte überhaupt nicht zielen. So. Option, Steuerung, ihr seht 0%, wir gehen auf 10 und ich glaube so 10, 20 und 30% ist auf jeden Fall so der Sweet Spot. Oh ja, das ist schon definitiv besser. Ist definitiv so der Sweet Spot. Ich spiele so selbst auf 20% Sensitivität, glaube ich sowieso standardmäßig. Das heißt, hier sollte es doch relativ gut laufen. Hier sollte ich mich anstrengen, Kampfpunkte zu bekommen. So dass ich vielleicht als Held spielen kann, sind da viele Gegner. Granate, wo bist du? Komm schon. Nein, 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 nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Das war knapp. Das war knapp. Oh, da steht direkt einer. Genau, jedenfalls wäre es gut, wenn ich dann Held werden könnte oder sowas, weil da wird es mir was einfacher fallen. Shit, ich bin tot. Würde es mir vielleicht was einfacher fallen, die Kills zu machen. So, wenn ich einfach den Lichtschwertwurf oder den Würgegriff einsetzen könnte von Vader oder sowas. Das wäre dann schon ziemlich gut, jo. Also jetzt sind wir bei 20%, so wie ich eigentlich immer spiele. Deswegen sollte ich mich jetzt hier wirklich versuchen anzustrengen. Kampfpunktemäßig, jo, sieht es halbwegs in Ordnung sogar aus. Alter, was? Was ist da los, Alter? 20%, dann sterbe ich direkt. Alter, wie unglücklich. Wie unglücklich, wie unglücklich. Okay, 30%. 30% geht auch noch vollkommen klar. So. Wir haben fast die 4000 Points. Okay, wir haben die 4000 Kampfpunkte, wir können aber nicht als Held reingehen. Das heißt, ich gehe einfach mal als Verstärkungseinheit rein und ich muss noch... Ja, hallo, kannst du mal bitte hier? Und hier, und ich muss noch die Sensitivität jetzt schon weiter hochstellen. 40%. Mal gucken. Okay, das geht auch noch. Also echt dumm von mir, dass ich da bei 10, 20 und 30% überhaupt nicht gut gespielt habe. Naja, mal schauen. Ich sollte vielleicht nicht einfach direkt reinpushen und so weiter. Denn es ist im Moment, geht's... Oh ja, klar. Klar. Ja, klar. Leute, was ist hier los? Jetzt sind wir schon bei 50%. Ich habe noch nichts hinbekommen. Vernünftig jedenfalls. Und es wird jetzt immer schwieriger. Oh, das ist schon ziemlich schnell, muss ich sagen. Ich hätte echt nicht bei den 10, 20, 30% so schlecht spielen dürfen. Und einfach bei 20%, so wie ich immer spiele, einfach gegen KI zu sterben. Mann. Und natürlich wäre auf jeden Fall ein Held oder sowas ziemlich nice gewesen. Vielleicht schaffen wir es gleich nochmal. Aber, naja, nice, einen Kill bekommen. Kommt der denn auf einmal her? Leben dazu. Hier war doch irgendwo ein Gegner. Oh, Wookie. Boah. Das ist ein guter. Jetzt kommt der Wookie bestimmt hier von der anderen Seite. Ne, ein Offizier. Ja, aber so ist es vielleicht lustiger zum Zuschauen, als wenn ich nur einen Held habe und dann easy die Kills machen könnte.
Von daher alles in Ordnung. Okay, also ich muss sagen, 50% habe ich mich jetzt ein bisschen dran gewöhnt. Da unten kommt ein Held, den gehe ich mal aus dem Weg. Hauptsache nicht sterben. Aber wir halten uns gut auf dem 5. Platz. Jetzt komme ich wieder hier, wo die ganze KI chillt und habe dann meine Granate nicht mehr. Nein! Nein! Mann! Vielleicht sollten wir irgendwie hier den Heavy nehmen oder so. Und wir sind jetzt bei 60%. Eieiei. Das geht auch noch gerade. Mal schauen. Wird, glaube ich, eher problematisch, wenn ich so einem 1 gegen 1 auf einen direkt einen in der Nähe auf einen treffe. Und der irgendwie sich zur Seite rollen oder sowas. Komm schon. Wo ist denn der Spezialist hin? Nein! Mach doch das Schild weg! Puh, gut, das haben wir knapp überlebt. Hör mal. Kriegen auch gar keine Prozente oder so, ne? Doch, im Moment schon, aber die Gegner sind schon ordentlich im Vorteil. Was versuche ich denn hier eigentlich? Warum sollte ich gegen Han Solo antreten? Das ergibt gar keinen Sinn. Jetzt kommt doch direkt schon der nächste Held, ja. Erstmal raus. Okay, ja, okay, dann gehen wir einfach mal zu E. Die Punkte total vertauscht. Normalerweise sind ja immer die zwei Punkte bei dem Standard-Spawns vom jeweiligen Team dann eingenommen. Hier. Oh, da ist ein Wookie. Ich will sie alle. Westen von Rebellen attackiert. Wo? Ich sehe überall rote Sachen auf dem Radar. Aber ich sehe keine Gegner. Locker kommt jetzt einer um die Ecke und ich ärgere mich, dass ich ein Schild deaktiviert habe. Ah, ein Wookie. Oh, nice. Nächster Kill. Nein, nein. Oh, Glück gehabt. Oh, mit dem Heavy läuft aber gerade. 5 Kills schon. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wir sind jetzt bei 60% oder so. Läuft jetzt gerade noch. Aber ich muss noch ganz gut, aber ich muss halt eben ja auch keine hektischen Bewegungen oder sowas machen. Kurz wieder rein. Hauptsache nicht sterben, das ist das Wichtigste. Hauptsache nicht sterben. Okay, also langsam steigen wir auch ab. Das war ja zu erwarten. Du kannst dich nicht verstecken. Nein. Ein paar Sekunden zu spät. Okay, gucken wir mal ganz kurz, was hier bei B los ist. Der gehört für uns als Kommandoposten. Aber das sind ja trotzdem Leute. Toll, wirklich toll. Kann ich wenigstens als Held reingehen? Nein. Dann probieren wir die ISB-Agentin aus. Und gehen von 60 auf 70%. Das kann ja von jetzt nur noch schlechter werden. Oh, das ist... Okay, ist immer noch machbar. Boah, das war aber gerade schon anstrengend, da zu zielen. Komm, verteile Headshots, verteile ich. Oh, kommt direkt der nächste an. Mann! Immer noch kein Held. Dann wechseln wir erstmal kurz auf 80, Leute, auf 80% Sensitivität. Dann probieren wir einfach die nächste Verstärkungseinheit mal aus. Oh ja, oh, oh shit. Nee, da kommt direkt ein Held. Nein! Nee! Oh, gut, das war nur eine KI-Einheit. Ein Wookie. Okay, das sollte ich hier vielleicht nicht machen. Boah, ja, Mann, da kommt immer einer von der anderen Seite dann einer an, oder was? Helden sind auch keine verfügbar.
Okay, dann geht's jetzt auf die vorletzte Stufe, 90. Ah ja, und das Spiel ist noch nicht mal halb vorbei. Oh. Oh, ich hab den gerade mit dem Headshot einfach getötet, oder? Ne, ich glaube, der hatte nicht volles Leben gehabt. Das ist echt nicht so einfach, auch wenn es jetzt vielleicht einfach aussieht. Aber da ist da irgendwo so ein elender Wookie. Ich kann mich nicht wegrollen. Ach ja, ich habe ja die Fähigkeit aktiviert. Da kann ich mich ja nicht wegrollen. Gut, erstmal kurz das Leben auffüllen lassen. Na, so viel zum Leben auffüllen lassen, ne? Okay, längste Kill-Serie hatten wir 7. Mit was für eine Einheit auch immer. Was haben wir gerade? Ah ne, ich wollte gerade sagen, ich dachte, wir hätten den gerade erledigt da. Okay. Kurz ein bisschen vorrücken, aber nicht, wenn da eine Granate angeflogen kommt. Oh nein, nicht die Whisties, nicht die Whisties. Nein! Und das war der Ewok, aber mit seinem Bogen. Oh, ich habe einfach... Oh, ich muss ganz kurz die Sensitivität, Option, Steuerung auf 100 setzen. Aber wir konnten Held werden. Nice! Ach, es wird schon schwierig, langsam in die Ecken zu gucken. Aber ich muss sagen, ich habe es mir... Okay, es ist doch schlimm. Jetzt hoffe ich, dass wir hier ein paar Kills machen müssen. Wir müssen ja nicht allzu gut zielen. Und haben ja eine, mit dem Lichtschwertwurf eine... für den Fernkampf was. Mit dem Würgegriff haben wir auch noch was. So, okay, aber es fühlt sich auch machbar an. Was ich gleich noch machen könnte ist, ich kann in Windows kann ich die Mausgeschwindigkeit anheben. Das könnte ich auch noch machen. Da sind viele Gegner, die wollen alle kassieren, habe ich gehört. Oh, das habt ihr gesehen, Alter? Ich hab mich gar nicht richtig drehen können. Zurückziehen. Hinter mir ist auch irgendwo einer, habe ich das, glaube ich. Da habe ich mich... Manchmal weiß man gar nicht, ob man sich umgedreht hat oder nicht. So schnell dreht sich der. Okay, hier haben wir die erledigt. Gut. Hallo, Yoda. Okay. Lassen wir dann einfach mal in Ruhe. B wird gerade übernommen, dann gehen wir da doch mal hin. Mal gucken, was wir da für Gegner so finden. Ah, ne, haben... Haben wir wieder unter Kontrolle gebracht. Na gut. Alter, ja, warum habe ich jetzt denn nicht meine Fähigkeiten ready? Alter! Verwüstung pur, Junge. Verwüstung pur. Und das auf 100% Sensitivität. Alter. Wo? Ach. C wird jetzt wieder von den Gegnern eingenommen. Nicht mit mir. Ich verteidige meinen Todesstern. Komm schon, Yoda, Mann. Du nervst. Der Tod, ne, er lebt noch. So, geht doch. Ich habe mich persönlich um ihn gekümmert. So, jetzt verlieren wir aber B. Dann machen wir doch mal auf dem Weg dahin einen kleinen Abstecher zu Kommandoposten A. Oh, oh. Oh, jetzt bloß nicht sterben. Aber man muss sich echt schon konzentrieren hier. Oh nein, ey. Ich hasse es so gegen Raketentruppler anzutreten, aber wir
töten ihn einfach mit dem Schlag in den Rücken, easy. Ey, das ist so heftig. Und gehen wir nochmal rüber zu A, wo wir das gerade einnehmen. Alter! Wir haben die übel zurückgedrängt hier. Ach, da ist ja direkt Luke. Ach, das ist Leia. Ich habe die beiden verwechselt. Wo ist... Oh, komm, Ausdauer. Alter, was mache ich denn hier? So, Fähigkeiten bei dem verschwendet, aber egal. Wieso lebt der noch? Boah. Ach ja, klar. Und dann sterbe ich bestimmt durch den Explosive Shot vom Wookie, natürlich. Und dann sind alle wieder vergeben. Naja. Ach. Und das Match ist schon vorbei. Wir haben gewonnen. Oh, und wir haben uns auf den zweiten Platz hochkämpfen können. Nice. 74 Eliminierungen, 61 Kills, 11 Verluste, 13 Assists. Ja, also es lief eigentlich erstaunlich gut. Ich dachte, es wäre viel, viel schlimmer mit der Sensitivität. Vielleicht werde ich die Challenge nochmal machen, aber dann von vornherein in Windows auch die Mauszeigeschwindigkeit auf komplett hochstellen. Dann wird es vielleicht noch ein bisschen anstrengender. Und natürlich hatte ich auch Glück, dass ich am Ende dann auch nochmal als Darth Vader spielen konnte und da natürlich nochmal easy ein paar Kills abfarmen konnte. Ja, ich hoffe, euch hat diese kleine Challenge-Folge gefallen. Falls ja, lasst gerne eine Bewertung da und dann sehen wir uns im nächsten Video. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.